Hallöchen YouTube, da sind wir wieder. Oh, da ist der schöne Kameraschwenk. Mit dem, auf den habe ich die ganze Zeit gewartet und wollte so die Folge starten. Und jetzt kommt er. Ich dachte, er kommt nicht mehr. Da stehen sie, die beiden Schicken. Kalia hat ein Schwert durch den Arsch, was ein bisschen wehtun müsste, aber das geht schon. Man ist ja Krieger. Ein echter Krieger, der kennt halt keinen Schmerz. Okay, genug Liebesgeturtel gesehen. Ich steck dir die Finger in die Nase. Moment, wir nehmen natürlich, wir nehmen Ingo mit. Sehr gut, Saira. Wer? Wer ist Saira? Mit wem redest du? Bist du Saira? Hallo. Hallo. Lauf in die richtige Richtung. Wir laufen in die falsche Richtung. Wir müssen hier lang. Ist überhaupt ein Weg? Jo, ich werte das als Weg. Immer schön die Händchen oben. Die Begleiter-KI ist komisch. Die Begleiter-KI ist genauso komisch wie in Skyrim. Ich glaube, da haben sie auch nichts dran geschraubt. Oder optimiert. Also offensichtlich haben sie nichts optimiert. Ihr habt euch vom Weg nach Al-Dhotu gerade entfernt. Wohin geht ihr? Das ist der richtige Weg. Beeilt euch einfach. Ich warte hier so lang. Kalia will offensichtlich einen anderen Weg gehen. Wie wäre es, wenn sie dann einfach vorgeht? Oder wo war der Weg? Ich weiß es, ich weiß echt nicht mehr. Wir gucken mal. Wenn hier gleich wieder die Mitteilung kommt, dass Kalia keine Lust mehr hat, dann wissen wir, dass wir falsch sind. Ist doch auch ein ganz guter Indikator. Kann man noch nie meckern. Gut, dann gehen wir halt hier lang, wie Kalia das offenbar will. Wohin geht ihr? Das ist der richtige Weg. Kalia, pass auf. Ich warte hier so lange. Soll ich hier runterspringen, Kalia? Ist dir das lieber? Das ist gerade komisch. Gehen wir halt wieder hier lang. Müssen wir hier links? Oh, Entschuldigung. Ah, ich glaube, wir müssen hier bei den Ruinen irgendwo lang, ne? Ach, genau. Das sieht gut aus. Also wir sind hier auf jeden Fall richtig. Wir müssten allerdings mal irgendwie einen Schwenk nach links machen. Also oben, was wir auf der Map sehen, das ist Al-Dhotu grad jetzt, was sich jetzt mit diesem kleinen, mit dem Haus überschneidet. Ingo one-hitted. Das dürfte es sein. Wunderbar, wir haben es gefunden. Al-Dhotu grad entdeckt. Schön. Ausgrabungsstelle. Ich will mich ja erstmal ein bisschen umgucken außen, oder? Also hier wird zwar nicht allzu viel sein, aber immerhin Trankmischer-Rucksack.
Das sind nur irgendwelche Balken. Das sah aus wie was Wichtigeres. Der Randale Ingo. Bitte beruhigen Sie sich. Gut, dann gehen wir direkt straight nach Altotograd und gucken mal, was da los ist. Dim, dim. Kalia kommt. Bei Ingo bin ich mir gerade nicht so sicher. Ja doch, Ingo ist da. Alles cool. Oh, holy crap. Komm her, komm her. Truhe. Dietrich, Rolle des Eisfalls. Silberkästchen, Zauberbuch, Hellsinn. Die Zauberbücher haben wir alle schon. Wir nehmen trotzdem alles mit. Bücher können wir immerhin ganz passabel verkaufen. So, die Spinnen loot ich jetzt mal nicht. Kalia, du bist echt flink. Nicht. Was sollen wir hier eigentlich genau machen? Wir sind ja jetzt da. Die Ausgrabung unterstützen. Okay. Um mehr über den Zyklus und die Läuterung herauszufinden, will der Großmeister, dass ich zwei Spuren untersuche. Beide führen in die Erinnerung des zerfallenen zerfallenen Zivilisation, die Wühn vor unserer Ära bewohnte und der Läuterung zum Opfer fiel. Ach, kommen wir da nochmal in diese coole Parallelwelt, nenne ich es mal. Da. Wie da? Zu spät. Diadem Ingo hat geregelt. Oh Junge, ich will mehr Mana. Ich bin Mana-süchtig. Ich skille nichts anderes mehr außer Mana. Kalia, drängel nicht so. Kann ich eigentlich mit dir flirten? Warum eigentlich Kirash? Ist das nicht kyranisch? Ja, das ist es. Meister Tyras, mein Ziehvater, war halb kyranisch. Manche Wörter sind hängen geblieben. Das ist schön. Bob, einen neuen Ingo, bitte. Vorsicht! Ja. Das waren alle. Hast du gut gemacht, Kalia. Ich mag dich immer mehr. Wie, hier kann ich nichts looten. Wie jetzt? Darf ich schockiert sein? Alter Ingo, erschreckt mich doch nicht so. Stimmt denn mit der KI nicht? Die macht mich irre. Wer oder was schiebt mich und bitte wie? Alter, Ingo macht einen Mörderkrach. Was ist eigentlich hier, Questy? Kalia begleitet. Okay. Achso, richtig sind wir noch gar nicht in der Ruine drin. Jetzt. Hier unten geht's erst los. Steht da unten vielleicht Jesper? Steht da vielleicht Jesper? Es waren einfach zu viele. Ha, sehr gut, Zaira. Hä? Ihr habt versagt, das habt ihr. Achso, die muss ich hier gar nicht verbrennen wie ein Skar. Scheiße, ist das doch verdammte Scheiße. Lass mich alleine, ich muss nachdenken. Hm, das klingt ungut. Seid ihr die Guten? Offensichtlich. Heuerling. Von allen Menschen dieses beschissenen Landes hätte ich euch am wenigsten erwartet. Ja, ja. Arantia konnte es kaum erwarten, mich nach der Weihe auf eine Mission zu schicken, die alte Sau. Glückwunsch.
Auch wenn ich keine Ahnung habe, wie es einen weiterbringen soll, sich den Schädel mit irgendwelchen Drogae zuzudröhnen. Nachtschattenelixier ist nicht irgendeine Droga, sondern eines, das den Geist in einen einzigartigen Zustand versetzt und dessen Rezeptur nur der Orden kennt. Vielleicht solltet ihr das wissen, bevor ihr über unsere Traditionen urteilt. Na, jetzt weiß ich es. Und wer seid ihr, bitteschön? Kalia Sakharesh, Hüterin des ersten Siegels. Ich bin gemeinsam mit dem, den ihr als Propheten bezeichnet, zur Hüterin erhoben worden. Sakharesh? Ihr seid das Mädchen aus dem Dorf? Vielleicht. Wieso? Habt ihr von mir gehört? Naja, es gibt ein paar interessante Gerüchte, die euch da umgeben. Sagen wir es so. Aber mir soll's egal sein. Ihr beide seid auf jeden Fall fähiger als diese Tölpel von der Arkagarde. Eigentlich kommt ihr wie gelegen. Ihr werdet überrascht sein. Aber ich sehe mich gerade wieder mit fast derselben Situation wie in Altra Shengrad konfrontiert. Ich scheine solche Scheiße wirklich anzuziehen. Eigentlich kommt ihr wie gelegen, ist irgendwie so eine Mischung aus zwei möglichen Sätzen. Entweder heißt es, man kommt gelegen oder man kommt wie gerufen, oder? Ich weiß ja nicht. Lasst mich raten, wieder Söldner? Immer diese blöden Söldner? Muss ich jetzt wieder irgendwie innerhalb von der Zeit irgendwas anzünden und verkack's total oder löschen? Diesmal waren es Banditen. Sie sind vor kaum 2 Stunden hier hereingestürmt und haben uns vollkommen überrümpelt, wie blutige Anfänger. Das ist schlecht. Wo sind diese Banditen jetzt? Tja, das ist ja das Problem. Seht ihr den Gang hier links? Der führt runter in die Ruine. Ja. Und was machen diese Mistkerle? Sie rennen geradewegs hinein und schaffen es auch noch irgendwie, einen Fallmechanismus zu aktivieren, der den Gang hermetisch abriegelt. Jeder, der der Pforte jetzt so nahe kommt, wird gegrillt. Und nun können weder wir runter noch sie hinauf. Okay. Und ich schätze, diese Maschine, von der Arantea sprach, befindet sich in den unteren Gefilden der Ruine, richtig? Zumindest deutet alles darauf hin. Das macht die Situation ja auch so ärgerlich. Wären hier unten nur Knochen und Gebeine, könnten wir einfach abziehen. Seid ihr euch sicher, dass sie nicht zu den Söldnern aus Alt-Raschengrad gehören? Nein, sie trugen keine Uniform und außerdem wirkten sie unorganisiert und verängstigt. So als würden sie vor etwas wegrennen. Ich glaube, dass dieser Überfall nicht geplant war. Vermutlich dachten sie, die Ruine sei leer. Und dieser Mechanismus lässt sich nicht irgendwie außer Kraft setzen? Irgendwie sicherlich schon. Aber würdet ihr den Hebel zum Deaktivieren einer Falle an der Tür, die sie beschützen soll, platzieren? Wir müssen einen anderen Weg runterfinden. Aber wir haben einen Anhaltspunkt. Einen versteckten Eingang, für den man allerdings einen Mechanismus lösen muss. Kommt, ich zeige ihn euch. Wer weiß, vielleicht seht ihr ja wieder irgendwas in der Vergangenheit, das uns weiterhilft. Ich habe genug Abos. Und wie alle hier schon schreiben, wird meiner Meinung nach viel zu viel Wert auf die Abozahlen gelegt. Es wird alles nur an Abozahlen gemessen, weswegen ich sie einfach nicht anzeigen lasse, weil es vollkommen scheißegal und irrelevant ist. Wenn irgendjemandem irgendwas gefällt, dann ist es doch scheißegal, wie viele Abos derjenige hat oder eben nicht hat. So, was ist hier los? Auskommen und Donovan unterstützen, Lichari in das Innere des Gewölbes begleiten. Na, das kriegen wir in der Folge bestimmt noch hin, ne? Lichari, Schnucki, Schnucki-Putzi. Mensch, von so zwei schicken Damen, der Ingo weiß gar nicht. Der Hahn im Korb. Der Ingo im Korb. Der Hahn in Ingo. So viele Folgennamen, ich weiß gar nicht, wie ich die Folge nennen soll. Was sind hier für Glocken? Da wären wir. Ich glaube, diese Glocken haben mit des Rätsels Lösung zu tun. Oh, Rätsel! Das muss eine Art Noteingang oder Ausgang gewesen sein. Und bevor ihr fragt, der tote Kamerad in der Mitte der Plattform war schon so, als wir hineingekommen sind. Das muss irgendeine Art Magie sein, die seinen Körper so lang vor dem Verfall bewahrt hat. Vielleicht sogar etwas, das mit dieser Läuterung zu tun hat. Wer weiß. Naja, seht euch einfach mal um. Glocken-Ingo hat auch was. Die Folge hat, die es sind endlose Möglichkeiten. Was hast du gemacht, Ingo? Sehe ich das nochmal? Oh Gott. Vielleicht, ist etwas? Ihr seht blass aus. Ich muss kotzen. Ja, ich hatte wieder eine dieser Visionen. Ich kann mir das nicht lange merken. Red schneller.
Dann hatte die Magierin ja doch recht gehabt. Was habt ihr... Womit hatte ich recht? Was? Was ist mit euch, Mädels? Macht mich nicht irre. Ich hatte tatsächlich eine Vision und ich glaube, ich weiß nun, wie wir diesen Mechanismus hier in Gang setzen können. Im Ernst? Beim Arsch des Propheten, das kommt ja gelegen. Aber mir soll's recht sein. Also, was hat es mit den Glocken auf sich? Wir nennen die Folge Glocken irgendwo im Korb. Die Glocken müssen in einer bestimmten Reihenfolge geläutet werden. Lasst mich mal sehen, ob ich die wieder zusammenkriege. Klar doch. Seht nur zu, dass uns das Dach nicht überm Kopf zusammenbricht. In Ordnung? Da sind ja meine Witze besser. Tschüss, Ingo. Ich soll sie anderweitig zum Läuten bringen. Leute! Is there a mechanism? Okay, bei dir das gleiche in grün? Jawohl. Heuerling, du sagst mir bestimmt nichts Wichtiges. Ahoi! Ahoi, sagt der Heuerling, das passt ja. Ah, ich kann mir das immer wieder angucken. Da muss ich aber jetzt mal kurz schauen, von wo aus. Wo geht das denn los? Hier geht's los. Jetzt muss ich nur eine Möglichkeit finden, die Dinger zum Bimmeln zu bringen. Ah! Vielleicht nehme ich dazu einen Glockenhammer? Hm? Das ist geil. Ja, das stimmt. Das klang richtig. Ja, das stimmt. Hey. Ja, das stimmt. Hä? Ja, habt ihr das gehört? Das muss... Moment mal. Was ist das? Ja. Ich komme hier nicht mehr raus? Ich muss? Ja. Holy shit. Ich muss den Hammer loswerden. Kann ich den Glockenhammer... Kann ich den weglegen? Ja. Ja. Ja? Ja. Ja. Dann bin ich ja beruhigt. Geronimo! Here is some water. Wie cool das einfach ist. Ohne Witz. Ohne Scheiß, ey. Voll gut. Hallo Ingo. Aber ich würde sagen, diesem Dungeon widmen wir uns in der nächsten Folge. Ich sag bis hierher, danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.